Ganz oben auf der Besichtigungsliste von unserem Spanienurlaub stand das kleine Städtchen Guadix. Guadix liegt auf dreiviertel Strecke zwischen Almería und Granada. Bekannt ist dieses Städtchen dadurch, da sich die Bewohner schon seit vielen hundert Jahren ihre Häuser in Höhlen eingegraben haben. Nach und nach wurden sogar stattliche Wohnhäuser aus diesen Höhlen, in dem einfach ein Wohnhaus an die Höhle angebaut wurde. Ich war schon vor ca. 20 Jahren mal in der Gegend und damals gab es auch die Möglichkeit, diese Höhlenhäuser zu besichtigen. Damals war es so, dass Bewohner dieser Höhlenhäuser auf der Straße gestanden haben und Touristen gegen einen gewissen Obolus in das Haus gelassen haben und die Wohnqualität dann erklärt haben. Das wollte ich natürlich Ursi unbedingt zeigen. Aber wie wir feststellen mussten, ist das heute nicht mehr so. Es gibt keine Bewohner mehr, die Touristen in die Häuser hineinlotsen. Wir haben dann recherchiert und haben festgestellt, dass man diese Häuser lediglich nur noch besichtigen kann, indem man sich in eine Ferienwohnung einmietet. Erkennen kann man die Wohnhöhlen übrigens daran, dass kleine weiße Kamine aus dem Fels herausragen. Das sind nämlich die Lüftungsschächte in die Wohnhöhlen hinein. Die Wohnhöhlen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besonders angenehme Wohntemperatur haben, auch wenn sie fensterlos sind, sommers wie winters immer gleichbleibende Temperaturen. So, hallo. Wir sind jetzt gerade durch Guadix gefahren und das war natürlich ziemlich abenteuerlich, diese schmalen Straßen, und es geht ganz schön steil hoch und runter. Aber der Helle kennt da ja nichts und der Gustl muss durch, also. Ja, klar. Und er schafft's. Aber jetzt stehen wir hier irgendwo in der Pampa und wir sind nicht mal so genau wo. Helle studiert mal wieder die Karte. Wir schauen, dass wir in das Gebirge reinkommen, was vor uns ist. Ja, und da ist noch Schnee. Wir suchen nämlich den Schnee. Wir haben schon lange keinen Schnee mehr gesehen. Jetzt wollten wir versuchen, dass wir eventuell in die Sierra Nevada kommen. Mal schauen, ob wir das irgendwie finden, hinkriegen. Weil diese Karte, wir müssen mal nach einem anderen Atlas. Wir haben ja eigentlich noch einen Straßenatlas dabei. Eigentlich sind wir gut ausgerüstet. Ja, aber nur mit Navis, die und. Gut ausgerüstet, aber schlecht organisiert. Ja, so sieht's aus. Also, jetzt gucken wir mal. Und ja, wir stehen jetzt hier direkt am Olivenhain. Ich zeig's euch. Und. So wie es aussieht, ist da jetzt gerade mal ziemlich viel geschnipselt worden. Und wisst ihr was? Vor uns kommt ein LKW. Ui. Ui. Der steht, oder? Und wartet, ja, bis wir weiterfahren. Dann müssen wir weiterfahren. Also, jetzt geht's weiter. Nix wie vorwärts. Ja, so schmale Straßen, also. Aber das ist ja eigentlich das Schöne hier. Und wie gesagt, der Gustl muss durch. Wohin die Straße führt, das war uns nicht bekannt. Wir haben auch wegen dem LKW gar nicht weiter auf der Landkarte geschaut und sind einfach erstmal weitergefahren. So schlimm kann es nicht werden, denn sonst wäre uns kein LKW dazu entgegengekommen. Und interessant hat die Straße allgemein ausgeschaut.
und höher. Jetzt sind wir nämlich schon auf 1160 Meter. Man hat immer noch keine Ahnung, wo wir überhaupt hinfahren. Mal sehen, ob wir schon mal die Straße hinführt. Es zieht sich auch zu. Also jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass wir noch in einen Schneesturm reinkommen. Aber mal schauen, wir fahren jetzt einfach nach. Die Straße ist nämlich soweit ganz gut. Gell? Keine, quatscht, keine Schlaglöcher und ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man gut mit Wohnmobil fahren, besser als in der Wüste. Ja, genau. Und hier hat es überall Olivenhaine. Also hier wird sehr viel werden sehr viele Oliven angebaut. Wisst ihr was? Wir sind am Ende der Straße gelandet. Keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich sind. Weißt du? Nein. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Pause gemacht und Orange gegessen. Und die sind ja hier wirklich in Spanien, schmecken die echt lecker. Eigentlich schmecken sie so, wie ich sie aus meinen Kindertagen kenne. Geil, oder? Du ja. Doch auch, hast du doch auch schon gesagt. Ja. Eben, also... Ja, nach der Pause fahren wir dann irgendwie weiter. Wir müssen ja schauen, wo wir überhaupt sind und wo wir hinkommen. Ja, genau, da schauen wir jetzt mal und jetzt holen wir auch den Atlas noch raus. Und ja, dann mal gucken. Auf jeden Fall, hier hört einfach die Straße aus, es gibt nur noch einen Wanderweg. Also, dann schauen wir mal. Da haben wir uns jetzt eine Strecke rausgesucht. Es ist gerade eine Fahrbahn breit und es gibt auch noch Gegenverkehr. Also und dann keine Leitplanke. Naja, also machen wir mal ein Stoßgebet. Aber Helle ist ein guter Fahrer und Gustele wird es auch packen. Thank you.
Und jetzt haben wir ein Ziel erreicht. Ja, Puerta de la Ragua. Auf 2000 Metern Höhe in der Sierra Nevada. Ja, wir fühlen uns fast wie in der Schweiz. Ja. Ja, hier liegt natürlich noch Schnee und die Temperatur ist jetzt auch ziemlich runtergegangen. Es war der ganze Tag 20 Grad draußen. Jetzt ist sie im Moment auf 12 Grad runter. Das wird wahrscheinlich noch etwas kälter heute Nacht werden. Muss man die Heizung auch übrigens einstellen, ab 1000 Metern Höhe, muss man die Heizung, wer alte Heizung hat, umstellen. Ah, okay. Gut zu wissen. Haben wir noch nie gesagt, gell? Mhm. Aber hier drin ist jetzt wirklich sehr warm. Im Moment noch warm, ja, aber das ändert sich jetzt ganz schnell. Ja. Bei 2000 Metern Höhe. Außen liegt Schnee. Ja, also wir machen uns jetzt hier was zu essen. Dann bleiben wir da und... Morgen geht's weiter. Da geht's dann weiter. Jawohl. Also. Schlaf gut. Wir schlafen jetzt dann bald, aber Schnee von gestern. Stehst du da von gestern, ja. Ja. Also das Andalusien ist ein besonderes Land. So haben wir auf 2000 Meter gestanden, dann sind wir runter bis ans Meer und jetzt sind wir schon wieder 700 Meter hoch. Wir fahren nämlich die Nebenstrecke nach Motril. Ja? Ja, aber das, ich kann es euch sagen, ist ganz schön abenteuerlich. Ah ja, wir blenden da mal ein paar Szenen aus der kleinen Strecke aus, das sind nur 20 Kilometer. Ja, von, ja. Von Castel de Faro oder Faro. Wie heißt es? Also wir wollten eigentlich, nachdem wir ja gestern auf Pont de la Ragua gestanden sind, eben auf 2000 Meter, wollten wir jetzt wieder runter an die Küste und zwar nach Castel de Faro. Da ist ein Stellplatz. Ja. Ein offizieller Stellplatz. Da waren wir auch, aber... Nicht unser Geschmack. Nein, das war so eng alles und so eingequetscht. Okay, haben wir gesagt, fahren wir jetzt weiter zum nächsten. Und eben, wir fahren ja gern die Nebenstraßen. Aber das ist die Nebenstraße. Ja. Und gut, dass wir 180 PS haben. Ja. Also, der Gustl hat da mal ganz schön mal zu kämpfen gehabt. Ah ja, gell? Ab und zu hat er schon also zu kämpfen. Also, ich habe da wirklich gedacht, jetzt bleiben wir mitten in der Kurve stehen. Und da sind wir jetzt auf halber Strecke. Wir können da mal ein bisschen hochfahren. Mhm. Also, sehr schön. Allerdings ist heute der Himmel etwas... Diesig, oder? Ja, 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 man sieht, man hat keinen super Blick aufs Meer runter. Schade, ja. Schade, sonst wäre es natürlich super. Aber wir blenden ein paar Bilder ein von der Dashcam und vielleicht könnt ihr euch daran erfreuen. Ja. Dann melden wir uns wieder aus Motril. Ja, und was hier natürlich extrem ist, das ist Treibhaus an Treibhaus. Ja. Also man sieht nur weiße Fläche. Es ist ja. Total krass. Die Ossi hat gedacht, der Schnee. Ja. Auf Meereshöhe, so weit geht es nicht runter. Nein, das war, als wir von der Sierra Nevada runtergefahren sind, da habe ich dann in weiterer Ferne eben auch diese weißen Treibhäuser gesehen und wollte schon zum Helle sagen, schau mal, da hat sogar noch Schneereste. Ja, also es sieht auch nicht so schön aus, oder? Ja, na, also. So, und das sind übrigens Windräder, wir sind da ziemlich nah und man muss sagen, die machen schon ein ganz schönes Geräusch. Das ist jetzt der Roller, Motorroller. Aber die Windräder, also wenn man da so nah dran steht, dann merkt man schon, dass die ein Geräuschvolumen haben. Gell, was sie? Ja, ja, man hört sie, ja. Also direkt daneben möchte ich natürlich auch nicht gerade wohnen. Also der Abstand zu Wohnhäusern hat schon eine gewisse Berechtigung. Ja, aber so viel ich weiß, ist der momentan 1 Kilometer. Und, wir machen jetzt da keine Politik. Ja, nein. Wir fahren nach Motril. Ja, genau, wir fahren jetzt weiter. Thank you.
So ein wunderschöner Freistehplatz. Wäre es. Da waren wir gestern auch gestanden. Ja, also wir sind draufgefahren, haben auch überhaupt kein Schild gesehen, da wo man reinfährt. Und als wir gesagt haben, wir gehen noch mal ein bisschen zum Strand hin, haben wir festgestellt, dass da hier ein Schild ist. Hier ein Riesenschild. Ja, was macht man jetzt in so einem Fall? Denn es sind hier zwei Campingplätze. Direkt nebenan. Und deswegen sind auch diese Schilder da aufgestellt. Aber es steht ein Haufen Wohnmobile da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht uns nicht um die 22 Euro, die der Campingplatz kostet. Ja. Denn da können wir ja auch entsorgen. Es geht uns einfach darum, hier dürfen wir wesentlich schöner stehen als am Campingplatz. Hätten auch mehr Platz, denn die Lücken am Campingplatz sind sehr eng. Aber wir haben uns nicht getraut. Nein, es war mir dann nicht wohl und ich wollte dann hier nicht mehr über Nacht stehen bleiben und so sind wir jetzt auf dem Campingplatz. Gerade nebenan sind zwei Campingplätze mit massig Platz. Also wir hatten kein Problem, da irgendwo Plätze zu finden oder zu bekommen. Aber hier wäre es bedeutend schöner. Also das muss man ganz klar sagen. Der Campingplatz, ja, ist nicht so mein Ding. Ja, und was macht ihr in so einer Situation? Mhm. Denn ich meine, gestern ist die Polizei vorbeigefahren, die haben zwar geguckt, aber offensichtlich haben sie nichts gemacht. Also auf der anderen Seite, was passiert dann, wenn wir dann schlafen oder was getrunken haben und dann kommt, klopft die Polizei abends um 8 Uhr und sagt, ihr müsst jetzt wegfahren. Und zumal hier ist eindeutig. Also da kommt wieder Polizei. Ja, da. Es ist hier eindeutig verboten. Ja, es ist Halteverbot für Autokarawans. Also das ist eindeutig. Und trotzdem wird es offensichtlich geduldet. Also wir waren uns jetzt in diesem Fall unsicher, sind auf dem Campingplatz und schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu rein. Ja. Danke. Ja, gestern war übrigens viel schöneres Wetter hier. Jetzt heute ist es ziemlich... Morgen wird es wieder schön. Ziemlich wolkig. Sie haben sogar auch 40% Regen angesagt. Also, und sicher wenn kühl. Ja, aber morgen wird es wieder schön. Ja, morgen fahren wir aber eventuell weiter. Ja, und ist das auch schön. Ist dir das schon aufgefallen? Immer wenn wir weiterfahren, soll es wieder schön werden. Aufgefallen. Aber mir. Wir waren auch in Almeria gestanden, da war wunderschönes Wetter und da waren wir jetzt sogar ausgesessen. Und in Polonevo waren wir auch ausgesessen. Mhm, stimmt. Ich hatte das Gefühl, immer wenn wir weiterfahren, wird es schön. Nächstes Mal, wenn sie auf die Welt kommen, dann wird es ja Dramaturgin. Ja, möglich. Aber jetzt bleibe ich erstmal im Moment auf dieser Welt. Genau. Also, wenn ihr mal nach Motril kommt, dann könnten wir euch ein Lokal empfehlen, wo ihr nicht reingehen solltet. Das ist zwar ein reines Fischlokal und viele Einheimische sind drin. Und die Ossi berichtet euch jetzt. Also, wir haben uns natürlich Fisch bestellt, alles in Ordnung. Und sah auch sehr lecker aus, aber der Fisch war total kalt. Also, das war, ich weiß nicht, warum der so kalt war. Der ist ja einfach nicht richtig durchgebraten gebraten worden oder gedünstet. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall, er war nicht durch, er war kalt. Also haben wir reklamiert, haben es zurückgegeben. Soweit alles gut. Plötzlich kommen die Teller wieder zurück. Genauso, wie wir sie hingeben haben. Mit einem bisschen Fisch durch die Mikrowelle gestellt. Ja, und das sah jetzt also wirklich nicht mehr appetitlich aus. Also haben wir das natürlich zurückgegeben und gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann hat sich nichts getan, haben wir gesagt, okay, wir zahlen. Und wir haben das Wort also bezahlen gesagt und schon sind sie gekommen, sie würde uns neue Fisch machen.
Ja, okay, macht er unseren neuen Fisch. Aber jetzt hat nicht jeder von uns einen neuen Fisch gekriegt, sondern wir haben eine Portion zusammen bekommen. Und ich muss mal sagen, es ist mir dann auch der Appetit schon vergangen. Und insoweit bin ich jetzt froh, wenn ich jetzt beim Güstel bin, weil dann kriege ich wenigstens was zum Essen. Nee, der Fisch war dann nachher war in Ordnung Ja, die und Ursi ist leicht zufriedenzustellen. nein, Also. er war jetzt aber auch wirklich Ja, okay. okay. Es war Also, jetzt ich halt gehe dann ein immer kleines. rein. Nö, das glaube ich auch nicht. Morgen reisen wir eh ab. Und ihr könnt es schon mal ausprobieren. Vielleicht macht ihr bessere Erfahrungen. Also, ja, das war jetzt halt nicht so schön, aber okay. Die Wie Ursi heißt es ist so trotzdem schön? glücklich. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und wir hatten jetzt was zu erzählen. Naja, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Sag, Ich meine für nicht mich gibt es kein hier. nächstes Ja, Mal. irgendwo werden wir wohl wieder mal essen gehen. Weiß ich noch nicht, jetzt bin ich erst mal bedient. Katastrophe, der Mann. Aber es wird frisch. Ja, jetzt gehen wir. Da macht es gleich eine ganz andere Laune. Gestern war ja ein bisschen ein bewölkter Tag. Ja. Und heute ist wieder strahlender Sonnenschein. Und da sind wir gleich wieder richtig gut gelaunt und haben richtig Lust auf Meer und auf Ausflug, oder? Ja, eben, wir sind jetzt hier nochmal am Strand und genieße das jetzt hier einfach. Es ist richtig schön. In der Sonne ist es jetzt auch schon wieder richtig angenehm. Macht doch Spaß, ja? Eigentlich wollten wir heute schon weiter nach Granada. Ja. Oh, Wasser. Aber bei der schönen Sonne bleiben wir noch am Tag. Und die Sonne ist auch nächstes Jahr wieder da. Die Sonne ist auch morgen wieder da. Sie Ja. bleibt uns wieder ein paar Tage erhalten und dann halten wir auch wieder mal einen trüben Tag aus. Also auf jeden Fall macht es Laune, Anfang Februar in Spanien zu sein. Ja, klar, Temperatur einfach angenehm. Nicht heiß, nicht kalt, was will man denn da mehr? So, und jetzt ist unser Video zu Ende. Unser Video von der Sierra Nevada und von Coeur d'Ix. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir fahren weiter nach Granada, da melden wir uns dann wieder. Und ja, wir würden uns freuen, wieder, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Ganz wichtig. und wenn ihr unsere weitere Reise verfolgen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal, dann seht ihr gleich, wenn wieder was online ist. Ja, genau, und was wir sonst so erleben. Ja, kann man schon sagen, Ossi, oder? Ja, also ich denke, wir erleben ganz schöne Sache. Also wir sind zufrieden damit. Ja. Jetzt kommt mir das Meer. Also wir Ja. müssen jetzt Schluss machen, damit wir uns in Sicherheit bringen. Ja, genau, manche Welle kommen doch ganz schön hoch. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss. Ich bin auch noch hingefallen.